Hallo, wir sind noch immer auf Island und heute melde ich mich von einer Eishöhle. Wir sind, um genauer zu sein, beim Breiðamýrar Jökull. Das ist eine Eiszunge, eine Gletscherzunge, die vom Vatnajökull-Gletscher wegläuft und in die bekannte Jökullsalon-Eislagune mündet. Wir sind jetzt darunter. Wie gesagt, unterm Eis und da ist so ein sogenannter Mulan, das ist so eine vertikale Höhle. In dem Mulan habe ich einen schönen kleinen Drachen gefunden, also ich finde, es schaut aus wie ein Drache. Der hat ein Auge und eine spitze Struktur und die Blautöne sind sehr unterschiedlich, weil die Eisdicken variieren und dadurch kriegen wir sehr spannende Bilder. Was da bei diesem Motiv erforderlich ist, ist ein sogenanntes Focus Stacking. Und wie das Focus Stacking funktioniert, zeige ich euch gleich im Anschluss. Hallo, hallo. Heute geht es ja ums Thema Focus Stacking und Belichtungsreihen. Das sind zwar relativ große Themen. Ich würde es daher überblicksmäßig mal darstellen, was man damit machen kann, welche Aufnahmen dafür geeignet sind, beziehungsweise wo das eine oder das andere notwendig ist. Ich würde mit Focus Stacking starten. Das heißt, Focus Stacking ist eine Aufnahme mit Fokusverlagerung, so nennen es gewisse Kamerahersteller. Das kann man auch direkt in der Kamera einstellen. Die Idee dahinter ist, dass man das gesamte Bild scharf bekommt. Also, dass die maximale Schärfe im gesamten Bildbereich liegt. Das Problem ist, bei geschlossener Blende bekommt man nicht alles perfekt scharf. Zusätzlich dazu hängt der Schärfebereich sehr stark von der Brennweite ab. Bei 14 mm beispielsweise hat man einen riesigen Schärfebereich und bei 200 fast keinen. Somit ist in vielen Fällen das Focus Stacking eine tolle Lösung. Somit kann man durch Kombination mehrerer Bilder den gesamten Bildbereich scharf abbilden. Ich habe zwei Motive vorbereitet. Das eine ist im Hochformat, das andere ist im Querformat. Wenn wir mal uns die sechs Bilder anschauen, die da sichtbar sind, das linke in beiden Fällen ist das fertig bearbeitete Bild und die rechten beiden sind die Versionen, ich zeige es mal, vergrößert. Bei diesem Bild sieht man das Hauptmotiv, der Hauptbereich vom Bild, also das schöne, der schöne Drache, so wie ich den genannt habe, ist perfekt scharf. Und im zweiten Bild, wenn man schaut, der Drache ist unscharf, bewusst unscharf und da der Vordergrundbereich ist perfekt scharf. Hier haben wir im Prinzip zwei Ebenen. Die eine Ebene ist der linke Rahmen
und der andere Bereich ist dieser Bereich im zweiten Bild, der super scharf ist. Also der Vorgang ist wie folgt. Wir wählen beide Bilder, in dem Fall sind es zwei, es können aber sehr, sehr, sehr viele Bilder sein. Wir wählen diese aus und anschließend gehe ich auf die rechte Maustaste auf eines der Bilder im Bildbereich und gehe auf Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Okay, jetzt sind wir in Photoshop und Adobe Photoshop hat eine Funktion eingebaut, die Bilder überblendet. Das Wichtigste vorab ist jedoch, dass man das perfekt ausrichten, damit die Überblendung sehr gut und nahtlos funktionieren kann. Vorab gehe ich meistens rein und kopiere die vorhandenen Ebenen. Das mache ich mit Steuerung J und mache dann eine Gruppe mit Steuerung G. Das ist mein Backup quasi. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte, dann habe ich die Gruppen, muss ich es nicht neu reinladen, sondern habe eine Kopie. Beide Ebenen, in diesem Fall sind es zwei, können mehr sein. Die Ebenen markieren mit Steuerung wieder, dann gehen wir auf Bearbeiten. Ebenen automatisch ausrichten. Wir bleiben bei Projektion auf automatisch, das erkennt das sehr gut. Und anschließend werden die Ebenen perfekt aneinander ausgerichtet. Hier sieht man die Veränderung der beiden Bilder. Also das hat Photoshop jetzt gemacht, das so anzupassen. Und wenn ich jetzt wieder beide Bilder auswähle, weil überblendet sind sie noch nicht, jetzt sind sie nur aneinander ausgerichtet, kann ich wieder auf Bearbeiten, Ebenen automatisch überblenden. Und hier, also man sieht, man könnte ein Panorama auch mit dieser Funktion machen, aber wir entscheiden uns für Bilder stapeln. Es sollen übereinander gestapelt werden. Und jetzt schauen wir mal, was Photoshop da macht. Dieser Dialog kann unter Umständen ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist schon das fertige Ergebnis, das wir da bekommen haben. Und wenn wir da reingehen, dann sehen wir, dass es eigentlich sehr gut funktioniert hat. Also bei den Rändern sieht man, da gibt es so eine gewisse leichte Unschärfe. In diesem Fall würde ich das manuell noch etwas versäubern. Also ich würde die Ebenen eben noch etwas anpassen und dadurch noch ein besseres Ergebnis erhalten. Photoshop ist nicht die beste Lösung für Focus Stacking. Gerne verwende ich für Focus Stacking Helicon Focus. Das ist eine tolle Softwarelösung, die als Plugin für Lightroom, Photoshop und viele, viele andere für Capture, für alle möglichen Programme funktioniert. Die verwende ich eigentlich meistens. Photoshop ist okay, aber da muss man teilweise noch nachbessern. So, zurück im Lightroom. Vom Photoshop kommt es als TIFF zurück. Und im Helicon Focus kann ich die Funktion als DNG bearbeiten, wählen. Und somit habe ich ein digitales Negativ. Das heißt, es ist eine RAW-Datei. Und ich kann alle Bearbeitungen anschließend perfekt durchführen. Take me down to the river where the peace won't run dry. Gather round at the river where my soul comes to life and I come alive.
Wenn wir da nach oben schauen, dann sehen wir, dass es draußen sehr hell ist und wir sind halt in der Höhle drinnen und da ist es dementsprechend dunkel, es kommt weniger Licht an. Wir müssen da fotografisch vorsichtig sein, um einfach den ganzen Kontrastumfang einfangen zu können. Und da verwende ich gerne die Technik von einer Belichtungsreihe, Bracketing. Das heißt, ich mache mehrere Bilder. Ich stelle da jetzt zum Beispiel das erste Bild mit 8 Sekunden ein, das zweite dann mit 4 Sekunden und das dritte dann auf 2 Sekunden, also jeweils eine Blende Unterschied. Und diese werden dann im Nachgang kombiniert. Obwohl die Kameras schon extrem stark sind, ist der Dynamikumfang für unsere Sensoren nicht handelbar. Dieses Bild wird dann in der digitalen Entwicklung angepasst. Wir kombinieren das zu einem fertigen Bild mit mehr Dynamikumfang und dann wird das Ganze üblicherweise fertig. Ein weiteres wichtiges Thema sind Belichtungsreihen. Diese braucht man häufiger als vielleicht vermutet. Beispielsweise bei hellen Sonnenuntergängen, wenn man gegen das Licht fotografiert, wenn man einen schattigen und einen hellen Bereich im Bild hat. Die Kamera macht drei Bilder, ein unterbelichtetes, ein normales und ein überbelichtetes Bild. Der Vorteil, wenn man die Bracketing-Funktion verwendet, ist, dass die Kamera, wenn sie auf dem Selbstauslöser eingestellt ist, gleich drei Bilder hintereinander aufnimmt. Diese drei Bilder sind dann als separate RAWs verfügbar und die müssen dann im Nachgang zusammengestellt werden. Ich habe da jetzt aus der Eishöhle Islands, drinnen ist es super dunkel und draußen ist es taghell. Mir haben die Strukturen im Vordergrund so gut gefallen und da habe ich vier Bilder aufgenommen. Warum vier? Weil es sich mit vier Bildern ausgegangen ist, dass ich das Histogramm von links nach rechts perfekt abbilde. Also wenn wir da jetzt nur aufs Histogramm schauen, im rechten Bildbereich und dann schalte ich die Fotos eines nach dem anderen durch, dann sehe ich, zuerst sind Linksbereiche abgeschnitten und dann sind Rechtsbereiche abgeschnitten und die linken Bildbereiche sind wieder sichtbar. Und unser Ziel ist eben, dass alle Bildinformationen möglichst umfänglich eingefangen werden können. Ich wähle wieder alle vier Bilder aus oder alle zur Serie gehörenden Bilder aus, diesmal mit der Shift-Taste. Ich wähle das erste, drücke die Shift-Taste und halte diese und wähle dann das letzte Bild. Jetzt habe ich alle vier Bilder ausgewählt und klicke mit der rechten Maustaste drauf. Hierfür braucht man kein Photoshop, good news, und gehen auf Zusammenfügen von Fotos und HDR oder eben Steuerung H. Jetzt öffnet sich der Dialog und die Zusammenstellung vom HDR startet. Das kann je nachdem, wie groß die Bilder sind, ein bisschen dauern. Also wir sprechen bei diesen Bildern, die ich jetzt bearbeite, von 400 Megapixel Aufnahmen, wo jedes RAW ca. 170 bis 200 MB hat. Das heißt, der Computer hat da ziemlich Arbeit. Das Wichtigste ist automatisch ausrichten. Das ist das, was wir beim Focus Stacking auch gemacht haben. Dann verwende ich gerne Geistereffekt, Beseitigung anzeigen und Stapel erstellen. Dann sind alle gestapelt und ich habe alle Bilder übereinander sichtbar. In dem Fall habe ich das schon zusammengestellt und ich gehe wieder zurück auf diese Ansicht und das ist dann das fertige Bild. There's not a thing that I would change when I look back on every day. I count the blessings that became, like when the drought needed the rain. When the winter nights were frozen cold, reaching for a hand to hold, I found you. I went north to south, from east to west, the emptiness that filled my chest without you. The storm may come back.
vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Wenn euch das jetzt ein bisschen schnell gegangen ist mit Focus Stacking und HDR, dann verstehe ich das. Das sind komplexe Themen und ich werde auch noch in einem separaten Video auf beide Techniken konkret und ganz klar eingehen, wo ich bei der Aufnahme schon zeige, wo fokussiere ich, wie gehe ich vor. Und da vergleiche ich auch Helicon Focus mit Photoshop. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Schreibt es mal einen Kommentar, wenn ihr es wissen wollt. Und sonst wäre es auch nett, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Und ja, dann bis dahin. Macht's gut. Ciao.